Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Vlog. Es ist mal wieder soweit. Im Hintergrund seht ihr schon ein paar Sets, die ich die Tage bauen möchte. Auch da wird es ein Review zu geben und ich bin mal gespannt auf die Space Sets. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und ja, viele schöne Bestellungen sind da eingegangen. Post habe ich erhalten, Pakete, also von Dingen, die ich gekauft habe. Und dann habe ich aber tatsächlich auch eine ganz nette Nachricht bekommen. Und zwar, ihr könnt euch wahrscheinlich an denjenigen erinnern, der mir das Konvolut freundlicherweise geschickt hatte. Wo er meinte, es brauche ich da nicht. Er hat nur ein paar Sachen für seine Stadt gebraucht und er war so freundlich und hat mir ein paar Bilder von seiner Stadt geschickt. Ja, was soll ich sagen? Hat es mich erst aus den Socken gehauen, weil das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Achtung, schaut mal. Sieht das nicht toll aus? Ich freue mich wirklich, dass ich euch die Bilder zeigen darf. Ich bin ja auch immer sehr neugierig, was da so alles gebaut wird, aber das sieht schon wirklich klasse aus. Man sieht, dass vieles noch im Bau auf jeden Fall, gerade hier von der Wasserlandschaft her, aber das sieht schon echt fantastisch aus. Also, da hat wirklich jemand ein Händchen für. Schaut euch das mal an. Ne? Also, es sind natürlich bekannte Gebäude hier im Hintergrund zu sehen, aber es sieht einfach fantastisch aus. Also, das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen, harmoniert auf jeden Fall wunderbar. Und ist echt beeindruckend, wie ich finde. Ja, also an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Lob von meiner Seite aus. Hier hat er auch schon angefangen zu mocken. Er möchte auch mal ein Gebäude bauen. Ich finde das jetzt hier auch von der Bautechnik her sehr interessant, wenn man sich hier so auf die Fenster anschaut. Das wird schon ganz interessant werden, auf jeden Fall, was er sich da ausgedacht hat. Ja, und ist auf jeden Fall schön kräftig am Bauen. Wird auf jeden Fall sehr groß werden. Bin ich auch mal gespannt, wie das Gebäude dann wird. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Bilder und dass ich sie zeigen durfte. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir starten in diesem Vlog. Und ja, viel Spaß an dieser Stelle. Let's go. Und wir starten in diesem Vlog mit einer Bestellung. 5 Lots, 6 Teile, 5,34 €. Es gibt ein paar Schulterplatten, es gibt zwei verschiedene Köpfe, es gibt einen hübschen Rock und einen schönen Torso. Ja, das ist die Bestellung. Die nicht, die da. Das sind sie, absolut überschaubar. Vielen Dank dafür. Geht heute noch auf Reisen und dann sollte das hoffentlich die Tage schon da sein. Und die nächste Bestellung, die mich erreichen hat, da habe ich natürlich erstmal drüber geschaut, habe gedacht, was ist das denn? Ihr werdet auch gleich feststellen, warum ich mich das gefragt habe. Danach habe ich aber die Nachricht dazu gelesen, wo separat kam. Und ja, hier möchte jemand Farben abgleichen mit seinem Shop. Und er hat mich sogar auf einer Position erwischt. Da stimmt es bei mir nicht. Tatsächlich ist mir aber zum Glück noch aufgefallen. Alles andere passt soweit. Ja, voll die Regenbogenbestellung, würde ich sagen. 81 Teile, 78 Lots, 10,49 €. Schaut mal. Hier sind sämtliche Farben vertreten. Und ein kleines Härchen. Jetzt ist weg. So. Medium Orange, Black, Blue, Bright Light Orange, Bright Light Yellow, Bright Pink, Coral, Dark Blue, Dark Blue Spray und so weiter. Schaut mal hier, jede Menge 1x1 Bricks in sämtlichen Farben. Ja, und Transclear ebenfalls mit am Start, Bright Green. Also was ich dann an 1x1 Bricks nicht habe, wurde dann definitiv in anderen Farben genommen. Kann man hier auch ganz gut erkennen. Zwischendrin war es mal noch ganz interessant. Ah, hier, da hat er mich erwischt. Das hier hatte ich versehentlich als Purple eingestellt, ist aber Dark Purple. Ich habe nämlich die Anzahl dann auch nochmal nachgeschaut. War nur Dark Purple noch vorhanden. Und somit, ja, den habe ich tatsächlich nicht liefern können. Aber gut, schade drum. Habe aber schon Kontakt aufgenommen, ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, der Rest passt definitiv. Hier sind auch wirklich sehr, sehr interessante Farben dabei, wo nicht so häufig vorkommen. Da kam jetzt zum Beispiel zum Schluss noch eine Farbe, die zeige ich euch auch gleich noch. Dann wurde hier eine Figur mitgenommen. Ja, das habe ich hier auch noch aus der Disney 100 Serie. Einige Plates, sogar Neon Yellow ist mit dabei. Ja, das ist eine ganz interessante Bestellung auf jeden Fall. Metallic Gold. Ging auch sehr gut zum Packen, muss ich sagen. Also, das war wirklich relativ fix mit drin. Light Violet, das kommt zum Beispiel auch nicht alle Tage vor. Ja, wo ist denn unser Regenbogen? Hier. Da ist er. Ja, also wirklich sämtliche Farben hier vertreten. Die kann man definitiv zuordnen. Habe ich extra nochmal abgeglichen. So müssen die schon mal nicht angeschrieben werden. Und hier ist dieses Light Violet. Das sieht fast aus wie Light Bluish Gray, aber es ist Light Violet. Ja, schön soweit, ne? Sieht echt interessant aus. Was hier auch sehr hervorsticht, ist zum Beispiel dieses Neon Yellow. Brutal, gell? Ja. Ja, ich habe ein
einen Fehler gebaut. Gleichzeitig kam aber auch ein Wunsch mit für die zwei Mädels. Die würden sich an so einem Friends-Geldbeutel erfreuen. Ihr habt es im letzten Vlog gesehen, ich habe mehr als genug von den Dingern. Freut mich, wenn ich damit eine Freude machen kann, gerne doch. Somit geht es auf Reisen und dann viel Spaß mit der Regenbogenbestellung. Und die dritte Bestellung, die mich erreicht hat, die kommt vom lieben Jens von Stapelbricks. Ja, der hat auch voll zugeschlagen, 316 Teile, 57 Lots, 59,44 €. Wird auch gleich ein bisschen einseitig, werdet ihr gleich sehen. Erstmal ein paar schöne, also zwei schöne Ritter hat er sich gesucht und so ein Pisant, ja, das ist eigentlich mehr so ein, ihr seht den hier hinten mit dem kleinen Köfferchen hinten drauf, der wird so ein bisschen was sammeln. Dann haben wir hier eine Pferdedecke, sehr guter Zustand. Ich habe es aber auch dazu geschrieben, Halterung links und rechts ist gebrochen, einige Sättel und eine ganze Armada voller Pferde. Wahnsinn, ne? So, und dann geht's schon los. Wir haben jede Menge Arsches. Jetzt schaut euch das mal an hier. Jede Menge in sämtlichen Variationen. Meistens bewegen wir uns in Light Bluish Gray, Light Gray, Dark Bluish Gray und Dark Gray. Dann haben wir noch ein Torso, ein paar Minifiguren-Utensilien und hier geht es genauso weiter mit den Slopes. Ja. Also sämtliche Slopes, die ich hatte. Hier wird kräftig gebaut aktuell bei ihm. Ja, Weiß ist hier auch mal mit reingerutscht, aber wirklich, hier wird ordentlich gebaut und wir sind gleich auch schon durch. Zack, da sind wir am Ende der Bestellung. Wahnsinnsbestellung. Ja. Schaut es euch an, das ist sie. Hier ist wirklich einiges zusammengekommen. Hier sind die ganzen Sättel. Da ist die Pferdearmada. Das ist unser Passant hier. Schon hübsch. Und ja, ihr seht schon, hier ist wirklich einiges zusammengekommen. Da sind auch noch mal ein paar Rundbögen. Ach ja, hier, da ist die Pferdedecke. Ja, das mit den Haltern. Könnt sie theoretisch so ein bisschen abnehmen und dann seht ihr, den Rest ist ja wirklich top. Ich fand sie zu schade zum Wegschmeißen, deswegen habe ich sie sehr, sehr günstig inseriert. Ja, und er hatte tatsächlich auch einen Wunsch, und zwar im letzten Video war es so, er hat das Konvolut gesehen und hat gesehen, oh, da ist ein Poster drin, das interessiert mich. Es ist zwar nicht mehr im Bestzustand, aber ich habe ihm auch geschrieben, ich schenke sie mit dazu. Habe ich kein Problem damit. Hier unten sind immer so ein paar Öhrchen, ne? Eselsohren dran. Aber ansonsten ein tolles Poster. Und er hat ja nicht erst zum ersten Mal bei mir bestellt, das ist schon die vierte Bestellung. Und ja, wie gesagt, ich schenke sie mit dazu, mache ich gerne. Und dann weiß ich ja auch, das kommt in gute Hände bei ihm. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Bauen und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Dankeschön. So, wir haben Samstagmorgen. Ich war ja schon fleißig, habe drei Bestellungen gepackt. Jetzt wird gebaut, gemütlich gebaut. Ich schaue mal, ob die Burg soweit vollständig ist. Teiletechnisch müsste das passen. Ja. Ich freue mich schon. Ich habe mir ein paar Brezel dazu gemacht. Dazu gibt es Boba Brick. Ja, so kann man es doch aushalten, würde ich jetzt mal sagen. Ich freue mich auf den Bau auf jeden Fall. Jetzt wird gebaut. Ach so, übrigens hier hinten, der Interceptor liegt auch schon parat. Oh, das wird cool. Viel, viel zu bauen. Schön, schön. Ja, gut zu Abend gegessen und heute ist es endlich soweit. Ich baue das Raumschiff auf meine Kindheit. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und ihr seht schon, sie glänzen die Teile. Ich freue mich riesig drauf. Doch darauf freue ich mich jetzt auch erstmal. Das gibt es jetzt erstmal nach dem Abendessen. Dann wird fleißig gebaut. Ich bin gespannt. Und ich habe noch was anderes fertig gebaut. Schaut mal da hinten. Viel mehr zeige ich jetzt aber noch nicht. Ich warte noch auf die Bestickerung. Und dann kann ich euch das auch zeigen. Und wir packen wieder Bestellungen. 49 Teile, 15 Lots, 9,01 €. Hier schönes gemischtes Feld, ein paar Arches, ist auch jemand, der das erste Mal übrigens bei mir bestellt, einen halben Zylinder, zwei Flaschen, paar Mikrofone, Ninjago-Sterne sind das eigentlich so Weapons. Dann haben wir noch Plate Modified, haben wir hier mit drei, zwei Kassensysteme, beziehungsweise ein drittes hier noch als Teil, eine Uhr und ein Windscreen, ein großes, beziehungsweise zwei Stück. Schön. Zweite Bestellung. Das waren 34 Teile aus 6 Lots, 3,40 €. Ebenfalls jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. Da haben wir hier auch wieder ein paar Brick Modified. Dann haben wir zwei so Gefängnistüren mit drin. 4x8 Plate. Dann haben wir ein Slope. 20 Stück davon. Die 1x1x2 Drittel, die kleinen. Dann haben wir die Slope Inverted, Convex. Und auch nochmal Slope Inverted, normale Version. 5 Stück. Ja, schöne Bestellung, die zwei. Klein, aber fein. Hier sind beide schon verpackt.
Die Windscreens habe ich auch separat eingepackt, damit hier nichts passiert. Abgesehen von den werksmäßigen Kratzern muss ja nicht noch mehr passieren. Dann gibt es natürlich jeweils was Süßes dazu und dann sage ich vielen, vielen Dank und dann geht das auch direkt auf Reise. And the next one. Ja, 25 Teile, 5 Lots, 17,26 €. Ebenfalls jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. Hier gab es einige Ritterteile, die benötigt werden. Und zwar haben wir einmal so Schulterplatten, 8 Stück, dann haben wir jeweils 6 Schilder und eine Schere sowie 4 von den Shutters. Ja, ach, Medieval-Bestellung, die mag ich auch immer. Schulterplatten, Schilder, Schilder. Schere und die Shelters. Na, ist das doch schick. Ich habe zwei so Backpacks, heißen die eigentlich. Habe ich noch da. Die habe ich noch gefunden. Gebe ich gerne mit dazu bei der Bestellung. Und somit geht das auch direkt auf Reise. Und die nächste Bestellung. Jemand, der das zweite Mal bei mir bestellt. 10 Teile, 6 Lots, 21,91 €. Ja, und jetzt kommt die Fledermaus. Einmal Hammer Catman, Bruce Wayne Drifter und Lieutenant James Gordon. Ja, dann haben wir noch einmal die Maske von Batman, einen Torso und 5 von diesen Batrangs. Nice. Ups. Das ist die Bestellung. Da habe ich die Klauen noch gehabt. Die habe ich hier mit dazu gepackt. Und ja, da sind die Boomerangs vom Batman, Lieutenant James Gordon und dieses Drifter-Outfit. Da gibt es noch ein kleines Dankeschön. Ich habe noch ein paar gehabt. Geht dann gleich mit auf Reise. Dankeschön. Halt. Dankeschön. And the next one. 419 Teile, 48 Lots. Jetzt wird es doch ein bisschen größer. 29,61 €. Ja, auch wieder ein Erstbesteller und hier haben wir jede Menge Bars erstmal, ein Bracket bzw. zwei Stück und einige Dark Red Teile. Ja, da haben wir zum Beispiel die 1x2 Bricks in Reddish Brown ebenfalls vertreten, aber wieder in Dark Red 1x4, 1x6, zumindest die beiden, die ich noch hatte. Ja, einige breitere Bricks, wir haben Brick Modified, das war interessant hier, diese 5 Cones, kommen auch nicht alle Tage vor. Und dann haben wir auch noch einige Plates, die hier benötigt werden. Plate Modified, Round Plate with Open Stud und Round Corner Plates. Ja, Slopes mit dabei, einige Technikteile mit dabei, einige Teils sogar mit dabei. Es sind relativ viele Teils in der Tat. Und dann haben wir hier unten auch nochmal einiges an bedruckten Fliesen. Sogar eine Friends Fliese ist hier dabei. Ein Sticker. Das ist hier, ist das ein Sticker? Nein, das ist kein Sticker. Paint. Ups. So. Und dann haben wir die 1x1 Round Quarter Tiles sowie die Corner Tiles und dann die von Star Wars. Werden aber gerne auch für Gullideckel genommen. Ich finde die relativ cool, die Dinger. Ja, davon sind es auf jeden Fall 10. Und dann haben wir hier die Bestellung. Auch hier einiges zusammengekommen, wie man sieht. Ja, ist wirklich eine Menge. Druckfliesen habe ich hier mal mit separat eingepackt. Ja, auf jeden Fall eine schöne Bestellung, eine sehr schöne Bestellung. Ach ja, Tatsache, drin, ne? So, ja, jede Menge Zeugs auf jeden Fall. Ich sag auch danke, was zum Naschen. Und ich habe immer noch hier, da gibt es ein Blaukörbchen mit dazu, mit diesem Custom-Torso. Herzlichen Dank dafür und dann geht das auch direkt noch raus. Danke. Zwei Pakete gilt es noch auszupacken. Heute ist Sonntag, gestern sind sie gekommen. Ich bin nur nicht dazu gekommen, die auszupacken. Oben Amazon, unten Steinehelden. Steinehelden schauen wir uns auch gleich an. Schauen wir erstmal kurz bei Amazon rein. Ja, im Moment bin ich sowieso nicht der Fitteste. Hab zwar vorhin jetzt ein Mittagsschläfchen gemacht, allerdings war das doch eher kontraproduktiv. Hat nicht wirklich dazu geholfen. Und jetzt Achtung, was ich mir gekauft habe. Ihr werdet es nicht glauben. Ja, das war für mich damals ein Schlag ins Gesicht, als das Set rauskam, als Star Wars Fan. Ich fand es überhaupt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer mal gesagt, wenn es für um die 100 € zu haben ist, dann hole ich es mal einmal. Das habe ich jetzt getan. Und ja, weil das, was das Ding UVP kostet, ist völliger Schwachsinn. Gab es nur einmal zu bestellen über Amazon. 103 € waren es meines Wissens und das war für mich dann halbwegs okay. Ist aber immer noch zu teuer. Muss man ganz klar sagen. Ja, Steinehelden habe ich auch zugeschlagen.
So ein paar Kleinigkeiten habe ich da mal gekauft, was mir so gefallen hat, was ich die nächste Zeit mal bauen möchte. Und ich wollte denen sowieso mal wieder eine Bestellung dalassen und da können wir auch mal gemeinsam reinschauen. Ich habe mir, ach, waren es zwei? Tatsache, waren zwei. Zweimal diesen tollen Disney-Zug geholt, finde ich ganz lustig auf jeden Fall. Tolle Figuren, wie ich finde, sind hier mit drin. Und ja, der hat mir ganz gut gefallen, den habe ich mal auf jeden Fall mitgenommen. Ich dachte, ich habe nur einmal gekauft. Dann haben wir einen Lieferschein, nicht so interessant. Was haben wir noch? Wollte gerade sagen, das habe ich doch nicht zweimal gekauft. Ja, Space. Ich bin natürlich auch ein Freund der Space-Serie, gerade aus der alten Space-Serie. Die neue sieht doch ein bisschen anders aus, wollte ich mir aber gerne mal anschauen, wollte das ein oder andere mal bauen. Und deswegen habe ich mir diese zwei Sets hier mal gegönnt und die mitgenommen. Und ja, die Form von den Schiffen sind schon ganz nett. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und ja. Ah. Learn to build. Cool. Na. Dann war es noch ein Harry Potter Set. Ich hatte es zwar schon mal geholt gehabt, aber das haben sie auch gerade momentan in Aktion gehabt. Außerdem fehlen mir die Figuren, weil ich die alle wieder verkauft hatte. Und ja. Dann passt das doch eigentlich auch. Model does not float. Gut. Somit habe ich wieder ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu bauen und dann schauen wir mal, was die Post die kommenden Tage noch so für mich bringt. So, Dele, zwei Bestellungen haben mich erreicht und zwar einmal 432 Teile, 15 Lots, 12,73 €. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. Wir haben einen Gefängnisinsassen hier mit dabei oder auch nicht, vielleicht ist er auch auf der Flucht. Und jede Menge Roundplates, wie ihr sehen könnt, in verschiedenen Farben, auch mit OpenStat. Dann haben wir einige Round Tiles, wir haben Quarter Tiles, wir haben noch ein paar 2x2 Fliesen in Round. Und dann wären wir auch schon am Ende der Bestellung. Und die zweite Bestellung, die mich erreicht hat, das waren 15 Teile aus 5 Lots, 3,48 €. Auch jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. Ein paar Bars, ein paar Zylinder, die kommen auch nicht alle Tage vor, Technikpins. Und dann haben wir noch 2x2 Round Tiles, sowie aus dem Adventskalender 2022 das kleine Gunship. Für mich persönlich eins der schönsten kleinen Schiffe, weil das doch ganz gut getroffen ist. So, da sind die Bestellungen. Das ist Bestellung Nummer 1. Ihr seht schon hier in den Details definitiv, da ist wirklich einiges mit am Start. Und da haben wir die Bestellung Nummer 2. Ja, schick auf jeden Fall. Ja, ich werde hier noch was dazu packen und dann geht das Ganze direkt auf Reisen. Und direkt hinterher kommt die nächste Bestellung. 125 Teile, 4 Lots. Auch jemand, der das zweite Mal bei mir einkauft. 18,10 €. Schaut mal hier, jede Menge Mauersteine in Sandblue. Das kommt auch nicht alle Tage vor. 120 Stück, 6x12 Platten, 2 Stück kann man auch immer brauchen. Und die alten Computer aus den Space Classic, also aus den Classic Space Sets. Ganz interessant. Bin ich momentan auch im Thema drin mit Classic Space, hat mich auch wieder ein bisschen angemacht, das Ganze. Ja, meine letzten zwei Computer gehen weg. Ich habe aber noch welche rumliegen, so ist nicht. Ja, auf jeden Fall auch die Bestellung gepackt. Ach, übrigens, schaut mal da hinten. Ja, ich konnte es nicht lassen. Ich musste das mit den Aufklebern gleich testen. Aber ich werde euch das Mock sowieso nochmal zeigen irgendwann. Doch jetzt geht's an die Arbeit. Das sind die Teile aus den Classic Space Sets. Ich achte natürlich auch mal drauf, dass die noch gut sind, auch wenn sie used sind. Die zwei Plates. Jede Menge Mauersteine in Sandblue. Ich finde es eine coole Farbe. Geht auf Reisen. Herzlichen Dank nochmal. Pack natürlich noch ein bisschen was Süßes dazu und dann ab die Post. Ja, damit das nicht wieder so sehr ausartet wie im letzten Video von der Länge her, habe ich mich entschlossen, hier einen Cut zu machen. Das sind nämlich zwei weitere Bestellungen schon wieder eingegangen. Unglaublich. Und schaut mal hier, ich warte auf den 200. Fan. Cool, 199, unglaublich. Ja, und ich habe tatsächlich auch ein bisschen nachlegen können. Ich habe hier einiges eingestellt, auch nochmal von Alternate, wo ich bestellt hatte. Und schau da, 133.829 Teile, 6.946 Lots. Ja, stehen immer noch kurz vor der 7000. Kurzzeitig war ich mal drüber, aber wie gesagt, das ist super. Das ist absolut super. Viel Auswahl. Das passt definitiv alles. Und ja, ich möchte mich natürlich wieder herzlich bedanken bei allen, die bestellt haben, bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die das Ganze liken und kommentieren. Mir macht es unglaublich Spaß mit euch und ja, lasst uns so weitermachen.
Bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Bricknick, Dankeschön.